Jo, und willkommen zur neuesten Folge von Naruto. Und ja, wir machen jetzt zum zweiten Mal jetzt diese Quest mit Deidara und Sasori. Einfach, weil ich die Antworten falsch gemacht habe. Bis ich am Schluss nur noch ein Fitzeler Leben übrig hatte. Gegen Sasori war das machbar, mit dem Fitzeler Leben. Habe ich zweimal geschafft. Aber gegen Deidara ist es ehrlich gesagt nicht so einfach. Okay. Und ich will mir jetzt auch diesmal bessere, stärkere Verbündete aus. Okay. So, wir machen das mit ultimatives Jutsu. Das mit der Wachen hat es jetzt für mich jetzt nicht den Reiz gehabt. Ich will die Ultis zünden. Mit Ultis geht's viel, viel leichter. Sento Kaishi! Weich doch auch einmal aus, ey. Ist ja jetzt. Die ist echt zu doof zum Ausweichen. Oder überhaupt sind die Leute zu doof zum Ausweichen, wenn sie ein Pferd gehen. Alter. Geht da gar nicht, ey. Ich wollte Leben sparen. Jetzt kann ich hier mit denen rumkämpfen, als wäre es sonst was. So. Der König. So. Zu viel Leben verloren. Aber wir schaffen es. Das Nachteil an den Puppenspielern nachher ist, ja, dass sie ja eine Puppe steuern. Und dass sie so gesehen nicht selber angreifen oder auch sich selber auch nicht wehren können. Sie machen jetzt selber nichts, sie können höchstens wegrennen. Und das ist halt jetzt unser Vorteil. Wenn wir schneller sind als die Puppe, dann haben wir auch kein Problem. Beziehungsweise wenn wir durch die Puppe durchfliegen, dann können wir ihn zusammenschlagen, ohne dass er was machen kann. Und mit den zwei Gehilfen klappt es auf jeden Fall viel besser als mit den Vorgängern. Sento Kaishi! Wir müssen unsere stärksten Attacken nehmen. Damit wir hier keine Probleme kriegen.
Ja, das war's schon mal mit dem hier. Gut. So. Beide sind. Dann antworten wir erstmal, dass beide stark sind. Dass die das erstmal Bescheid wissen. Und dann sage ich einfach einmal, die sind beide schwach. Und dann kämpfen die gegen mich. Und dann passt das. So. Wie gesagt, das habe ich ja gesagt, dass Deiderer besser ist. War ja auch so. Dann muss ich aber dreimal gegen Sasori kämpfen. Und das war bang doof. Und nun ja. Jetzt müssen wir gegen beide gleichzeitig kämpfen. Aber es geht zumindest etwas schneller. Und sobald wir das erledigt haben, dann machen wir endlich mal einen Kampf, einen Hauptkampf. Dann fetzt mal alles weg. Dann nehmen wir nämlich die ultimative Kunst auch mit ins Spiel rein. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ach, du willst doch explodieren, ey. Ich drück nur nach links, damit er. Links nach links ausweichen. Ja, komm schon, das regt mich auf. Das ist wie bei Assassin's Creed, wenn er nicht dahin soll, wo er hin. Aber wo er nicht dahin geht, wo er hin soll. Ich will, dass er links oder rechts ausweicht, mitspringen. Was macht er? Er springt. Und er sagt, sie. Sie springt nach vorne. Du sollst jetzt nach vorne. Alter, jetzt bombt er mich. Weich nach links aus. Nach links ausweichen. Boah, du bist so dumm. Sento Kaishi. Ich hab mich ausgesehen jetzt in meine Weichteile kauen, deswegen. Ja. Ich kann es ja.
So, jetzt wird jetzt die ultimative Kunst. Was? Sie überlebt es? Wirklich? Wirklich? Der hat überhaupt kein Leben mehr. So. Ja, das war das Siebenschwänzige. Puh, leckt's mich. Das nur um diese Typen zu bekommen, echt anstrengend. Echt wirklich anstrengend. So, ist immer das Schwierige daran. Vor allem, du hast uns geschlagen, schon wieder. Es scheint, als hättest du mit deiner Kraft nicht einfach nur einen Zufallstreffer gelandet. Ich nehme mal an, wir müssen jetzt das auch ins Auge sehen, dass du über eine derartige Kraft verfügst. Außerdem, so ungern ich es auch zugebe, trug der Kampf tatsächlich eine Spur von Kunst in sich. Sasori, ich habe eine Idee. Ja. Ja, seid meine Freunde. Geht doch. Gott sei Dank hab ich das hinter mir. Aber es ist immer besser gewesen als das Laufen. Als dieses typische Lauf du mal dorthin, lauf du mal dorthin. Und jetzt vielleicht die zwei noch. Warte mal, das nochmal war. Ach, ihr zwei. Na, euch zwei hat man ja schon bei Rang A gehabt. Ihr seid uninteressant. Was macht denn ihr? Was denn? Was ist denn los? Du siehst so besorgt aus. Ich suche das Papierflugzeug, das ich gerade habe fliegen lassen, aber ich kann es nicht finden. Das ist alles? Ah, dieses Flugzeug war etwas Besonderes. Es war aus einem Papier gefallen, das Yahiko mir gegeben hatte. Yahiko? Okay. Du würdest danach suchen, aber ich kann doch nicht jemanden darum bitten, wenn ich gar nicht weiß, wo man suchen sollte. Nee. Okay. So. Der Wind blies von Norden in südliche Richtung, mehr weiß ich auch nicht. Dort wäre das Ufer. Also zum Ufer. Das Ufer, also geradeaus. Ich muss echt sagen, deswegen spiele ich auch ehrlich gesagt selber kein Assassin's Creed, das mich hier auch gerade aufregt. Weil man diese Spiele mit Controller spielen muss und da regt sich jeder auf, wirklich jeder. Ich kenne, glaube ich, kein Spiel, kein Controller-Spiel, bei dem sich ein Typ noch nie aufgeregt hat, dass der Typ da im Spiel nicht das gemacht hat, was man dachte. Was man eigentlich haben wollte. Weil das ist wirklich das Nervige. Weil gesagt, ich will nach links ausweichen und spring dabei. Und was passiert? Die Person läuft einfach mal geradeaus. So. Und ich bin jetzt am Festufer. Hier ist aber nichts. So, da sind die zwei. Wie gesagt, deswegen zocke ich auch kein Assassin's Creed zum Beispiel. Weil ich mich das so oft aufgeregt habe, dass er immer in eine andere Richtung gesprungen ist. Und... ja. Das hat mich so extrem aufgeregt. Und wie gesagt, das regt mich hier aber auch auf. Ach Gott, am liebsten würde ich jetzt Shikamaru spielen. War schon ein klasse Typ. Wie gesagt, wirklich, wenn man sich mit einem Naruto, mit einem Naruto-Char vergleichen müsste, dann wäre ich auf jeden Fall für Shikamaru. Ich würde ihn auf jeden Fall spielen. Ich würde ihn auf, ja, wenn es mal Film rauskommen würde, ohne Witz, ich würde mir den Bart abrasieren und würde dann als Shikamaru, den Shikamaru dann spielen. Du hast es gefunden. Yo. Da ist... so.
Ach Gott. Nicht so, als wäre das irgendwas Interessantes von dem Anime, was man da erfährt. Also, whatever. Jetzt wird's aber erstmal interessant. Weil jetzt können wir uns für unser Turnier anmelden für Rang S. Das wird geil. Ah, das wird echt eine Freude. So, da vorne ist der Teleport. Der Teleport Ninja. Oh Gott, ich bin ehrlich gesagt schon ein wenig froh, wenn ich Naruto hinter mir habe. So. Wir haben, glaube ich, noch nicht einmal die Vorrunde gemacht. Anders als bei den anderen Rängen kämpfst du beim S-Rang gemeinsam mit deinem gewählten Team bis ganz zum Schluss. Okay. Okay, 4 Kämpfe. Qualifikationsrunde, Vorrunde, Hauptkampf. Oh mein Gott. Okay. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich vielleicht Naruto genommen als Hauptschar. Alter. Wähle jetzt bitte die Teammitglieder am Kampf teilnehmen. Anschließend beginnt der Probekampf. 4 Kämpfe, das heißt, ich muss 4 Stück auswählen. Wow. Okay. Also. Ich habe ja jetzt einen Bart bekommen. Ich zeige ihm die Kunst. Ich zeige ihm Papier. Und ich muss das so überlegen, die ich jetzt auswähle, gegen die werde ich nicht spielen müssen. Also wäre es vielleicht klüger, wenn ich statt die Konnen jemand wähle, der auf jeden Fall dabei ist, das heißt Naruto. Und hier. Ich müsste eigentlich die nehmen, die auf jeden Fall drankommen würden. Ich werde jetzt wahrscheinlich gegen alle Bischu-Geister kämpfen müssen. Ups. Ah, das Outfit gefällt mir noch am besten. Ich finde es so geil, dass sie ja Netz trägt. Hat echt was. Ups. Wollte ich jetzt nicht. Ach, die ist auf jeden Fall dabei. Naruto gibt es nur in der einen Form. Dedera gibt es nur in der einen Form. Ach nein, den gibt es auch in mehreren Formen. Ja, dann will ich ihn bitte lebend haben. Ja, aber den gibt es nur in einer Form. Auswahl bestätigt. So, jetzt dürft ihr jetzt halt noch mal kurz reinschauen, wer denn meine Kämpfer, meine Gegner sind. Oh, die Arenen sehen auf jeden Fall anders aus. Die restlichen sehen da wirklich alle gleich aus. Aber die hier sieht auf jeden Fall anders aus. Und mit den Vieren werde ich jetzt spielen. Ich hätte jetzt eigentlich die 4 nehmen müssen, die ich jetzt davor schon gespielt habe. Die von Rang D bis auf Rang S. Okay, nachdem ich jetzt Temari schon genommen habe, fällt die schon mal weg. Das ist natürlich klasse. Das heißt, ich komme gegen das untere Team, also Team Herusen, komme ich an. Keine Frage. Wiederbelebung wird schwierig, komme ich aber an. Und Konoha Chunin Gruppe komme ich auch an. Bis auf Tenten wird ein Problem. Nun denn. So.
Wie gesagt, aber wie wir das auswählen werden, das seht ihr erst in der nächsten Folge. Und dann machen wir auch alle vier Hauptkämpfe. Das wird richtig, alle ersten Probekämpfe. Und wie gesagt, ab jetzt werden wir durchgehend die Mission hier machen. Bis Rang S. Und dann haben wir das, glaube ich, in zwei Folgen geschafft. Würde ich immer sagen. Oder drei. Mal schauen, wie lange die Kämpfe dauern. Aber das war es erstmal von heute. Bis zum nächsten Mal. Ade. Ciao.